So Maria, ich bin wirklich überrascht, was alles aus diesen Nahrungsmitteln entstehen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber da du es ja gekocht hast, erklärst du uns am besten einfach, was du hier zusammengezaubert hast. Also ich bin begeistert. Im Grunde haben wir jetzt hier so eine Low-Budget-Küche, ja. Und was ich halt schade finde, weil ich habe wirklich versucht, mich an deine Regeln zu halten, weil ich habe ihm ja vorgeschlagen, wir könnten auch jetzt wirklich nochmal raus auf die Wiese und uns noch ein paar Sachen also pflücken. Ja? Mhm. Das braucht ja nicht direkt neben der Stadtautobahn sein. Deshalb habe ich hier quasi zweimal gemogelt, hier und hier. Da habe ich einfach Kapuzinerkresse mit reingeworfen, was viele nicht wissen. Man kann auch wirklich, ihr habt ja Öl dabei, schön zum Beispiel noch Brennnesseln ausbacken oder du machst mal einen Brennnesselspinat. Also wenn man das alles mit einflechten darf, angenommen bei der Katastrophe darf man auch aus dem Haus raus, kann man wirklich wahnsinnig viel noch pflücken. Ja? Wenn man ein bisschen oberhalb wohnt, man hat eine Riesenauswahl. Ja? Also jetzt blühen bei vielen Dahlien, da kann man noch die Dahlienblüten voll mit verwursten, weil wir sind ja jetzt hier quasi mit nicht frischen Sachen an den Start gegangen und dafür haben wir versucht eine Bandbreite zu machen. Das ist quasi so Pasta mit den Sardinen in Öl, ein bisschen rote Beete, ein bisschen von deinem Hartkäse oben drüber gehobelt. Hier haben wir so einen einfachen Blechkuchen. Er ist halt nicht sehr hoch gekommen, weil wir haben ja kein Backpulver drin. Wirklich quasi nur so gerührt, ein paar von diesen Büchsenaprikosen mit drin. Hier drüber noch ein bisschen so zerriebenen, getrockneten Teig gemacht. Wir haben ein kleines Sandwich von diesem Dosenfisch, den du dabei hattest, in Senfsoße. Da habe ich gar nicht viel gemacht. Ah, das ist der Hering. Mhm. Genau, ich habe noch ein bisschen Sauerkraut dazwischen gestopft, weil das hatte ich vorhin ja zubereitet. Schmeckt wirklich lecker mit dem Senf. Ja. Ja, also und dem Roggen einfach so drunter, so zum Wegsnacken. Da hast du mir auf jeden Fall einen Gefallen getan, das jetzt zu verarbeiten. Wenn ich mir überlege, wie ich das wohl gegessen hätte, wahrscheinlich Dose auf, Augen zu und durch. Da bin ich damit jetzt, geht auch, aber so ist das schöner, ne? Also so begrenzt bist in deinem Repertoire, es ist ja doppelt wichtig, dass es dir ein bisschen hübsch anrichtest, ein bisschen hübsch präsentierst, weil da fühlt man sich. Davor habe ich wirklich Angst. Eben stand ja noch drauf mit Gräten und Hau. Ja, aber die sind ja Babys. Also Babys. Das ist, sticht das nicht? Nee, kann ich da nicht von. Gottes Willen, nee? Okay. Um Gottes Willen. Also da wird sich auch nichts verfangen. Du wirst nicht jämmerlich sterben. Wenn, da klopfe ich dir dann. Also ich werde es gleich probieren. Ihr habt dann einfach einen Wurstsalat, habe ich halt auch nur mit dem gemacht, was da war. Habe einfach ein bisschen Öl. Ich habe den Sud von den grünen Gurken genommen, wie es Mutti halt zu Hause macht. Weißt du, so wenn du nicht viel zur Verfügung hast. Bisschen Salz habe ich noch dran gemacht, deine Zwiebelchen mit rein. Die Würstchen ein bisschen von der Chorizo, damit es ein bisschen Geschmack kriegt. Hier, das kennt ja jeder. Ja. Gurke. Aber ihr seht gleich, was ich meine mit der Wertigkeit. Wenn es dir ein bisschen hübsch anrichtest, es wirkt nicht so widerlich, wie wenn du es direkt aus dem Glas futtern würdest. Nee, weil das ist auch eine Form von Tafelkultur. Auch wenn du wenig hast, kannst du es ja hübsch machen. Mhm. Wir haben einen kleinen süßen Auflauf gebacken von Zwieback, ein bisschen Ei drüber, ein bisschen Milch. Ich habe mir ein bisschen Zimt drüber gemacht. Weiß halt nicht, ob den jeder zu Hause hat, wenn jetzt die Katastrophe ausbricht, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Muskatnuss, also ein kleines Grundequipment daheim. Ich liebe Zimt, also ich habe 2 Kilo Zimt. Zur Not auch ohne Zimt. Das ist genau, zur Not auch ohne. Was auch ganz einfach geht, ist so eine Zwiebelsuppe. Da habe ich einfach nur, wir haben ja leider keine Butter, ich habe in Margarine sanft die Zwiebeln geschmolzen. Einfach dauert eine längere Zeit. Dann habe ich das nur mit Wasser aufgegossen. Hier haben wir auch eine ganz einfache, so Bratkartoffeln sind das im Grunde. Ich habe diese Büchsen-Champignons, seht ihr ja, versucht noch mal ein bisschen anzubraten, richtig röschen, ein paar Salamiwürfel rein. Und auf die Seite habe ich einfach hier dann Rote-Bete-Salat gemacht, noch ein paar Zwiebelchen dazu. Wie gesagt, wenn du jetzt rausgehen kannst, es gibt ja Äpfel, es gibt Pflaumen, es gibt alles. Ja, also nur wir sind halt sehr voll geworden. Hier haben wir auch nochmal ein ganz banales Sandwich, hat jetzt schon ein bisschen Farbe gezogen. Aber so schmeckt das Corned Beef wirklich auch echt lecker. Und hier ist auch rustikal, so zum Abendbrot. Ein paar Salzkartoffeln, ein paar angeschwitzte Zwiebeln und das Sauerkraut. Das ist wirklich eine vollwertige Mahlzeit und schmeckt auch richtig lecker. Eben sehr deutsch. Ja. Und hier den habe ich unterschlagen, das ist quasi so ein Thunfischsalat. Ich habe den ins Glas geworfen, wir haben ja nicht so viele frische Sachen. Da habe ich so einen Bohnenmix genommen, auch ein paar frische Zwiebeln. Den Thunfisch so dazwischen geschichtet und ein paar Reiskörner habe ich damit eingearbeitet, dass man noch quasi, dass man Magen voll kriegt. Mhm. Und was versteckt sich hier? Das ist quasi so Porridge, das könntest du nächsten Morgen essen oder so als Dessert. Da habe ich einfach nur aufgekocht, die Haferflocken mit Milch, bisschen Zucker und so Rosinen reingemacht. Mhm. Und das könnte dann, also das hält sich, die Grundmasse hält sich auch ganz lange. Ich habe oben drauf jetzt nur ein paar von deinen Birnen geworfen und den Kirschen. Und ich glaube, so weit, so gut. Und es ging ja heute drum. Und das sind auch alle Sachen, die hast du ja gesehen, die haben wir jetzt in der Stunde zusammen zubereitet. Ja. Also, ich habe Hunger. Ich freue mich drauf. Mahlzeit. Mahlzeit, genau. Genau.